Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 7 Updates und 7 neuen Mods. Solltet ihr im Hintergrund Geräusche hören heute, dann möchte ich mich jetzt schon dafür entschuldigen. Wir haben die Handwerker im Haus, deswegen könnte es Nebengeräusche geben, wofür ich mich natürlich jetzt schon entschuldige. Bevor wir mit der Mod-Vorstellung starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei More Than Digital Gaming und Rave Brave für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das erste Update kommt für den VIP-Auftragsmanager von Fetti42, Downloadgröße 30 KB, jetzt in der Version von 1.1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Probleme mit eigenen Verkaufsstationen und Produktionen behoben. Das nächste Update kommt für den Case IH Optum Tier 4B. Dieser kommt von Blauea, Downloadgröße 20,9 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Mod vorbereitet für Precision Farming DLC, Innenbeleuchtung hinzugefügt, neue Details hinzugefügt. Ebenfalls von Blauea kommt das nächste Update und zwar für den Massey Ferguson 3000 Series. Downloadgröße 8,43 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Kleine Fehler behoben, neue Details hinzugefügt, Rundumleuchteoptionen hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Steyr Terrus CVT. Dieser kommt von Austria Modding, Downloadgröße 14,49 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Steyr Schriftzug auf dem Sitz schärfer gemacht, Farbkonfiguration hinzugefügt, Felgen, Haupt- und Designfarbe, Multicontroller, Power Shuttle und Tankanzeige animiert, kleinere Fehlerverbesserungen. Der Schlüter 2500 VL kriegt das nächste Update, kommt von MTL Modding Team, Downloadgröße 4,62 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Tachobeleuchtung hinzugefügt, optionale Fronthydraulik hinzugefügt, Fronthydraulik lackierbar gemacht, optionale Warnschilder hinzugefügt, neues Shop-Bild hinzugefügt, richtige Geschwindigkeit im Shop eingefügt, 32 km/h zu 35 km/h, optionale Getriebeschaltung hinzugefügt, zusätzliche Lenkarten hinzugefügt, Allradlenkung, Frontlenkung sowie Hundegang links und rechts, neue Farbe, Schlüter Silber. Schiebetüren im Chassis sind nun zum Öffnen, Rundumleuchten wählbar, Original oder LED. Das nächste Update kommt für das C-Tor Slice Weight. Dieses kommt von 750Ti Modding, Downloadgröße 3,15 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Poids Variable, was bedeutet so viel wie variables Gewicht, Farbkonfiguration hinzugefügt. Das letzte Update für heute kommt für den Hauer SGS 2600 vom Adub Modding Mantrit ABP Team, Downloadgröße 2,09 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Mod Desk auf 66 aktualisiert, Farbkonfiguration hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Mathieu Meta Q60, kommt von Oscar 8599 und Pixel Farm, Downloadgröße 11,96 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Anhänger für Häckselgut mit einem Volumen von 41,5 Kubikmeter, wiegt 8,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 9,5 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, BKT, Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch. Warndreieck gibt es natürlich hier auch und zwar hier hinten. Seitenmarkierung gibt es auch und zwar sind das diese kleinen Leuchten hier. Das sind diese. Dann gibt es oberes Positionslicht, das ist dann hier oben diese Reihe. Dann das mittlere Positionslicht ist dieses hier. Und dann gibt es natürlich noch das untere Positionslicht und das sind diese hier. Arbeitslicht gibt es auch und zwar hier hinten werden zwei Lampen hinzugefügt. Dann gibt es die Möglichkeit, hinten noch einen Anhänger anzuhängen, also mit der Kupplung. Ja, und das waren die Konfigurationsmöglichkeiten für diesen Anhänger. Wir kommen zum Sicherheitsgewicht SW800. Dieses kommt von Langeo Modding, Downloadgröße 2,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar wiegt dieses Gewicht 800 Kilo und kostet 1900 Euro. Das Design kann geändert werden von John Deere zu Case, Class, Deutz, Fendt,
Fiat JCB, Landini, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Valtra und zurück zu John Deere. Kopplerkonfiguration kann hinzugefügt werden. Ja, da gibt es vorne ein Zugmaul. Wir kommen zum Lizard CRI 48x32. Dieser kommt von Miotto Modding, Downloadgröße 6,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 4,9 Tonnen, braucht 330 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, 13 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 48.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr großen Farbpalette hier und betrifft das obere Gestell. Die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette und betrifft die Balken. Die Designfarbe 2 kann geändert werden, auch von derselben Farbpalette und betrifft die Deichsel. Und die Felgenfarbe, versteht sich von selbst, kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Fortschritt T031. Dieses kommt von DTP Mario. Downloadgröße 3,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar braucht dieses Schiebeschild eine Leistung von 100 PS, hat ein Ladevolumen von 10.000 Litern, wiegt 1,9 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Der Preis 5.500 Euro. Der Bruns MBA 12.000 kommt von Vertex Design, Downloadgröße 3,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Dünge-Kalkstreuer mit einem Volumen von 8.000 Liter, wiegt 4,8 Tonnen, hat eine Streuweite von 24 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 24.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Und das war's dann auch schon hierzu. Die nächste neue Mod heißt Amazone KE 3000 Super, kommt von BGamer 003, Downloadgröße 6,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 910 Kilo, braucht 115 PS und hat 3 Meter Arbeitsbreite, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis 12.000 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard auf mit hinterem Dreipunkt, das ist das hier, da kann noch was hinzugehängt werden. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese amerikanischer Gartenschlauch, kommt von OK Used Mods, Downloadgröße 0,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Gartenschlauch kann gekauft werden, im Shop natürlich dieser hier für 55 Euro und kann verwendet werden, um Geräte sauber zu machen. Und zwar wird dies so verwendet wie die Kettensäge. Einfach mit der Taste 2 kann man diesen hervorholen. Überall, wo man will, hat man diesen Gartenschlauch dabei. Man kann damit nur die Traktoren sauber machen. Es gilt also nicht als Wasserfüllschlauch für Anhänger oder für Tankwagen. Das geht hier nicht. Es geht hier tatsächlich nur, um sauber zu machen. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeigucken, fürs Dabeisein, fürs bis zum Ende gucken. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen willst, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich freue mich schon wieder aufs Wochenende, was schon bald wieder da ist. Ich würde mal sagen, ich sage Dankeschön. Danke, tschüss und hasta luego.